Ah. Nun, wollt ihr gleich heute aufbrechen oder Wir morgen? werden uns ein bisschen ausruhen wahrscheinlich. Wir sind 1,5 Tage marschiert oder beziehungsweise mit der Kutsche. Und ja, dann, ich denke, spricht nichts dagegen, jetzt heute schon dort reinzugehen, oder? Was meint ihr? Hakon? Gogglebock? Ja. Also umso schneller wir drin sind, umso schneller sind wir auch wieder zurück. Und falls es dort das gibt, was wir auch wirklich suchen, wäre es das Beste, dass wir das schnell wieder zurückbringen. Tja, ich sollte euch nur warnen. In der Nacht solltet ihr euch da drin nicht aufhalten. Da ist es nämlich verflucht. Nachts in der Mauer. Wirklich, habt ihr was gehört oder gesehen? Tja, man spürt es. Als würde man beobachtet werden von dort oben. Ich meine sogar, das ein oder andere Mal da oben jemand gesehen zu haben, aber vielleicht war das auch nur ein Schem oder. Ja. Ich weiß, dass es da oben noch ein altes Banner, ein Wimpel von der Mehrsing gibt. Da könnt ihr es sehen. Die Drachenklaue und den Turm mit dem, aber kann auch sein, dass da wirklich jemand stand. Vielleicht ein Geist. Also das Banner, das müssten wir da irgendwie runterkriegen. Das ist ja unschön. Also wie gesagt, die waren vor ein paar Monaten waren die hier. Ich weiß nicht, was sie gemacht haben, aber seitdem ist Alup hier verschwunden. Heißt ja, dass Verena Alup hier jetzt hat. Wie auch immer sie das gemacht hat. Ihr meint diesen Drachen, richtig? Tja, der Höhlendrache. Keine Flügel, aber sechs Beine und kann ordentlich zermanschen. Gut, das macht die Sache um einiges leichter, wenn der Drache nicht hier ist. Ja, so war sein alter Ort. Ihr könnt ja laut rufen, das könnt ihr bestimmt gut als Prima, wenn der Drache kommt. Ob das hört ihr, keine Sorge. Wenn Na sechs gut. Füße mit einer Tonne aufstampfen, dann erzittert der Boden. Aber das war so eine Drachenart, die nicht fliegen kann, richtig? Zumindest haben sie keine Flügel. Das ist ja schon mal gut. Das ist ja schon mal Angaberuf. was. Bei uns haben wir die alle erschlagen. Ja, wir sind dran. Tja, Ja, ich gut, hoffe, gut. der kommt nicht vorbei. Mit dem möchte ich mich nicht anlegen. Naja, es heißt ja, dass ein Drachenhort niemals richtig verlassen ist. Mag zwar sein, dass er verschwindet oder so, aber seine Präsenz ist immer noch da. Er hat überall Augen. Und er stellt Fallen auf. Fallen? So Bärenfallen oder? Keine Ahnung. Vielleicht auch irgendwas Magisches. Ich kenne mich mit denen, wie gesagt, nicht aus. Aber es heißt zumindest, dass sie, naja, ein Drachenhort wird nicht aufgegeben. Jetzt Moment. Aber wenn der fliegen kann, wenn er nicht fliegen kann, dann kann er doch auch nicht zaubern, hoffe ich, oder? Weiß ich nicht. Oh, das klingt gar nicht gut. Hey, ihr beiden Vögel! Ihro Gnadens! Ja, wir sind fertig. Was habt ihr gefragt? Wir haben nicht aufgepasst. Diese Beine. Ich habe gefragt, ob Höhlendrachen Magie haben. Höchstwahrscheinlich. Wie jeder Drache atmen sie Magie ein und aus. Zumindest sagt es Rohal so. Und sie stellen magische Fallen? Sowohl mechanische als auch magische, das ist korrekt. Wie sollen Drache mechanische Fallen aufstellen? Mit Magie. Der Cantus nennt sich, glaube ich, mich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Sie können Dinge magisch bewegen und so auch kleine Dinge. Sie haben keine Finger, müsst ihr wissen, aber sie können doch durchaus in vielen Jahren Dinge lernen, die. Sie sind intelligenter als wir, müsst ihr wissen. Oder vielleicht hat der Drache gesagt, pass mal auf, Menschling, wenn du das nicht für mich baust, dann fresse ich dich. Und dann hat er es gemacht. Der wollte nicht gefressen werden. Das kann sogar sein, dass sie so etwas wie Gedankenkontrolle beherrschen. Oh, ich bin so Wunderbar, klug.
Wohl nach unseren Recherchen hat Verena von Mersing den Spieß umgedreht. Den Spieß, versteht ihr? Den Spieß. Nee, ich hab's nicht verstanden. Ich schüttel mir den Kopf. Und ihr wollt uns natürlich nicht begleiten. Also wir können euch gut gebrauchen wahrscheinlich, weil ihr wesentlich besser merkt als wir, wenn irgendwelche magischen Fallen da sind wahrscheinlich. Also wenn ihr vorgeht, dann... Ja, wir sind ja keine Magier. Nein. Das ist, also hat ja auch nichts mit Gruseln oder sowas zu tun, sondern die Pflanzen, die hier seht. Er bückt sich hier mal ab und pflückt ein dreiblättriges Kleeblatt. Seht ihr eine ganz ausgezeichnete Vegetation, die hier vorherrscht. Drachenmagie und so. Das muss erforscht werden, bevor wir erst einmal uns in die inneren Gebäude begeben. Nein, wir müssen noch hier draußen bleiben. Für mich sieht das aus wie Gras. Seht ihr, sie haben einfach den Schuss nicht gehört. Wollen wir das Wildschwein mitnehmen? Kommt Ronner mit? Nee. Die soll hier draußen, die schirre ich ab und dann kann die sich was zu essen suchen. Gut. Goggelmoggel. Ja? Möchtest du den zwei nicht noch die Bären zeigen, die dein Fell so weiß gemacht haben? Ach so, ja, du bist ja klug. Gute Idee. Hier, du da, mit der schönen Kleid. Guck dir mal hier die Bären an. Weißt du, was das für welche sind? Nachtschatten. Bären, das muss untersucht werden. Moment, das könnte blau... Moment. Er nimmt die Bären, läuft in das große Zelt und verschwindet. Wird irgendwas klirren hören. Wahrscheinlich haben sie auch Glas oder Ton mit dabei. Ey, der frisst die gleich auf. Oh je, jetzt muss ich den retten. Nicht aufessen! Aber ich glaube, die sind klug genug, dass die das wissen. Ist wahrscheinlich. Na gut, also wenn Ronner nicht mitkommt, dann muss ich wohl das Frontschwein spielen. Das war ein Witz, der war gut. Das braucht ihr nicht, ich könnte auch sonst vorgehen, da ich ja ein Schild mit dabei habe. Ach so. Gut, dann macht ihr das. Kommt er jetzt noch mal wieder? Wahrscheinlich die nächsten paar Stunden nicht, nein. Ach so, das sind Tersindegeweihte, müsst ihr wissen. Mit denen kann man lange Zeit nichts anfangen. Ja, dann, ich denke, dann sollten wir losgehen, oder? Ich meine, die Information, was das für Bären sind oder so, das ist ja jetzt nicht relevant für die Besichtigung der Ruine. Ja, der Wald geht ja alle Sinnegeweihte zu einem Strauch und fängt an, mit einer kleinen Sichel andere Dinge zu ernten. Ja, wie gesagt, wenn ihr mich braucht, ich bin draußen und pass auf die beiden Vögel auf. Viel Erfolg da drin. Achso, die Karte, Moment. Er geht da mal zum Zelt, verschwindet dahinter, geht wohl nicht rein und dann wieder und drückt euch eine kleine Karte in die Hand, die wohl sehr grob ist, aber die höchstwahrscheinlich ihren Zweck erfüllt. Also, wenn ihr in das, wie gesagt, alles Ruinen, es gibt drin, gab es wohl den Kampf auf dem Burghof. Und wenn ihr dann in das erste Gebäude reingeht, da gibt es ein großes Treppenhaus und von da aus könnt ihr dann in die Haupthalle. Da gibt es dann auch irgendwo wohl den Thronsaal von diesem Ritter Bergott. Ist das ein Thronsaal? Oder Jagdkammer? Die Haupthalle ist das hier oben, wo Gefahr steht. Ja, einfach so. Das sind alles alte Unterlagen. Ich glaube, aus dem Gareta Helsinde-Tempel. Ich habe mich damit nicht ganz befasst. Irgendwas aus den Kellerarchiven. Abschriften von irgendwelchen Abenteurern. Das klingt auf jeden Fall nicht gut. Und wie man dann weiter nach unten? Ach so, über die Wendeltreppe oder wie? Ist wahrscheinlich. Also gut, hab Dank, dürfen wir die Karte mitnehmen? Ja, die könnt ihr haben, aber wie gesagt, ich will die wieder haben, wenn ihr wieder rauskommt.
Ist leider nicht wirklich erkennbar, wo das ist, was wir suchen. Zu wohl schauen. Aber wie rechte Abenteuer. Abenteurer. Und wie gesagt, nutzt den Tag. Irgendwas dort, kommt in der Nacht. Also gut. Hab Dank für eure Gastfreundschaft. Und ja, wir sehen uns, denke ich, spätestens heute Abend wieder. Ja. Dann bis später. Bis dann. Ja, so könnt ihr den Soldmann Sven Garetsmann stehen lassen und noch mit einem Blick in Richtung des Zeltes gucken, ob der hier Sindegeweihte mit seinen Bären wieder auftaucht. Tut aber nicht und so steht ihr dann vor der großen Ruine von Burg Schwarzenfels. Den finsteren Wappen, die dort wehen im Bann, im Wind. Währenddessen hat Goggelmoggel den Streitwagen entladen, soweit, was sie an Sachen mitnehmen möchte. Und stellt ihn dann so ein bisschen geschützt in ein paar Büsche und lässt Ronna dann frei laufen. Jo, ich bin fertig. Ja, jetzt können wir losgehen. Sehr gut, sehr gut. Ich hoffe nicht, dass es hier noch mehr Wilderer gibt oder so, die werden, damit wird Ronna fertig, glaube ich. Ja, die isst sie gerne. Also das meine ich, doch, eigentlich meine ich das. Er hat schon mal einem das Bein abgebissen. Also kann Ron auf sich selbst aufpassen. Klar. Also gut, wie gehen wir jetzt am besten vor? Sollen wir erstmal außen rum? Wobei, das geht wahrscheinlich gar nicht wegen der Klippe da. Du musst die Karte nehmen, ich kann die Runen nicht lesen. Achso, ja, genau. Naja, wir sollten uns erstmal auf dem Burghof umschauen, denke ich. Ja. Haltet eure Waffengriff bereit. Freunde, es kann tatsächlich sein, dass hier Varenas Schergen auf uns lauern. Gut. Ja, Travigo würde auch. Er zieht den anderen Teil mal. Halbhänder noch nicht, aber er schaut, dass er den schnell ziehen könnte, wenn es notwendig ist. Goggelmoggel nimmt einen ihrer Wurfspeere in die Hand, die anderen hat sie in so einer ledernen Tasche bei sich über den Rücken geschlungen. Mhm. Gebt mir mal bitte eine Pflanzenkundeprobe. Ableitung auf Magiekunde geht auch. Minus 2, gelungen. Goggelmoggel, du kennst die Kletterpflanze. Die anderen halten es für Efeu. Du weißt allerdings, mit diesen. Ja, diese klein und grün sind sie schon, aber sie schimmern so ein bisschen. Auch so ein bisschen purpurn. Das ist Blutblatt. Und taucht nur an Orten auf, die von magischer Kraft durchzogen sind. Oh. Seht ihr das? Ja, Efeu. Guter Efeu. Nein, das ist sowas Ähnliches. Ich weiß nicht, wie ihr das nennt. Aber das wächst nur da, wo die Schamaninnen wirken. Es gibt Pflanzen, die nur dort wachsen, wo Magie ist? Ja. Und je stärker die Schamaninnenkraft ist, desto besser wachsen die. Denn, Akon, ihr wolltet doch vor, oder? Ja, wenn ich dagegen komme, passiert da irgendwas oder kann ich die ruhig mal berühren? Das sind Pflanzen. Du kannst die abmachen, dann sterben die. Ah, okay. Ja, ich würde mein Schild und meine Ogerschelle ziehen und würde dann langsam vorlaufen. Dicke, wuchtige Steine, die hier aufgetürmt worden sind, die dann zu einem umlaufenden Wehrgang geformt worden sind. Das Holz ist schon vermodert.
Aber wenn ihr herantretet, dann das Tortürme, könnt ihr sehen, wie wohl irgendetwas Gewaltiges die Eisentore zerdrückt hat und zur Seite gestoßen hat. Lammspuren, Ruß, alles ist geschwärzt. Und auch im Innenhof wuchern und wabern die nicht nur Blutblätter, sondern auch andere Pflanzen. Hier hat seit langer Zeit kein Gärtner mehr irgendwelches Unkraut gezupft, dass ihr dann durch die verrottenden Steine hindurchtretet und in dem alten Gemäuer steht. Kälte, die ausgestrahlt wird, und auch die Geräusche des Regens um euch herum werden leiser, obwohl er immer noch von oben fällt, aber alles ist irgendwie dumpf und kalt. Diese Nebengebäude, die stehen nicht mehr wirklich, oder? Nur noch Ruinen, genau. Fundamente. Also, genau, Fundamente kannst du noch erkennen. Allesamt eingestürzt oder durch das Drachenfeuer geschmolzen, sodass es dann zu irgendwelchen Skulpturen geformt worden ist, die keine Menschen darstellen oder sowas, aber einfach nur die Schlacke, Steinschlacke darbilden, als wäre hier irgendwie ein Lavafluss mal entlang gelaufen, durch das Feuer geschmolzen von höchstwahrscheinlich Arlopir. Ehemals vielleicht ein Stall oder sowas wie eine Schmiede, zumindest würdest du darauf schließen, die dann hier noch so stehen könnten. Oder ein Gesindehaus. Na gut, dann in den Bergfried, denke ich mal. Wenn du das sagst. Ja, du hast die Karte. Ja, in die Richtung. Hakon, ich bin dicht an eurer Seite. Ja, ich würde in die Richtung gehen, die Travigor mir weist. Ja, zu dem großen Gebäude, was noch ein bisschen steht, hoffe ich. Der Bergfried. Ja, dort oben könnt ihr, wie gesagt, die Wipfel sehen, die Banner, die dort immer noch flattern, auch wenn der Wind schon seit Monaten an ihnen gezerrt hat, aber das Hause Mersing und das eigene Wappen von Varena mit der Drachenklaue und ihren Mordbrennern, den ihr Hackengardisten, könnt ihr dort immer noch erkennen, ist trotzig aufverarbert und Arlopir, diese Burg, abgespottet wurde. Also diese Flagge sollten wir auf jeden Fall durch unsere ersetzen, aber ich denke, praktischer wäre das, nachdem wir die Lanze gefunden haben. Ihr habt eine Flagge dabei? Na, ich würde dann meinen Mantel nehmen, zur Not. Da ist ja auch das Zeichen des Herdfeuerordens drauf. Unter euch knirschen noch irgendwelche Tonscherben, die zerbrochen sind, und noch die eine oder andere Feuerstelle, die hier gemacht worden ist. Wird einen abgelegten Schild sehen, der dort eben wohl verbrannt ist, der wohl neueren Datums ist. Also, er ist nicht seit vielen hunderten Jahren hier, sondern ja, einer der Schilde der Mordbrenner. Auch geschmolzen. Es scheint hier ein Kampf stattgefunden zu haben. Ja, gut, dass der Drache weg ist, aber dann hat der Drache sie angegriffen. Ich glaube, er hat sein Heim verteidigt. Hm. Gut, dann weiter, oder? Ja. Ja, wenn ihr den Bergfried betretet, dann werdet ihr dort eine Wendeltreppe erkennen, die groß einmal in Richtung unten und nach oben führt. Oben natürlich die Flaggen, die man abhängen könnte. Unten vielleicht sowas wie der Rest vom Palas, dort wo sich der Burggraf getroffen hat oder der Rittersmann, die anderen Teile des Gebäudes. Also die Burg in den Fels gehauen, besonders gut zu verteidigen. Aber, und so könnt ihr es erkennen, schon einige Kratzer in den Stein. Also, dass hier irgendetwas Gewaltiges wohl mit viel Gewicht sich entlang gedrückt hat und wohl auch die Steine so ein bisschen nach außen gedrückt hat und also so ein bisschen verformt hat. Ich kann mir, möchtet ihr hoch oder runter? Ich kann mir richtig vorstellen, wie das Vieh hier durchgekreucht ist. Ich würde ja vorschlagen, wir gehen erstmal nach oben, einfach um zu schauen, dass da die Luft rein ist.
Okay. Ich werde dann vorgehen. Und ich würde die Treppe langsam hochgehen. Gut, und passt auf die Fallen auf. Ah, danke, dass ihr mich dran erinnert. Ja, wenn ihr die Stockwerke nach oben schreitet, zwei Stück sind das wohl, zumindest kommt es dir so vor, unendlich lang zieht er sich nach oben, dann könnt ihr erkennen, wie dort sich ein großer Raum befindet, den man doch etwas besser verteidigen könnte. Und hier geht es dann eben auch zum Dach, wo dann draußen die Wimpelflaggen im Wind wehen. Auch hier einige Feuerstellen und zwei, drei Pfeile, die in einem Köcher noch herumliegen, als ob sie hier einfach abgelegt worden sind, zusammen mit einem Bogen und zahlreiche Pechnasen, die dann hier nach draußen führen, mit einigen Fässern, die doch daneben stehen, haben wohl nicht benutzt seit vielen Jahren, auch zahlreiches Moos, was hier auf dem Boden klebt, Fahne, ein paar Sträucher, die hier zwischen den Steinen wachsen und Vogelkot, der teilweise auch hier im Inneren klebt, noch einige Nester, die hier wohl oben auch gebaut worden sind und wieder verlassen sind, aber hier habt wohl einige Schwalben, vermutet ihr, gehaust? Irgendwelche Vögel halt. Es war wohl mal eine richtig stattliche Burg hier. Vielleicht sollten wir irgendwann mal wieder mit dem Wiederaufbau beginnen. Aber das ist, glaube ich, Zukunftsmusik. Führt mal eine Sinneschärfeprobe. Sicht. Oh, gar nicht so schlecht. Ja, ihr guckt euch ein bisschen um und euer Blick fällt dann auf einen Wandteppich, der uralt zu sein scheint und eine Szenerie zeigt. Ist das ein König oder ein Kaiser? Zeigt zumindest irgendwie einen Raoul. Ist das der Raoul? Das Kaiserreich, wie er dort steht auf einem Feldherrnhügel, sein Umhang flattert tatsächlich auf diesem Wandteppich. Oder sieht es nur so aus, weil der Teppich sich im Wind bewegt? Je länger ihr ihn betrachtet, desto mehr seht ihr wohl, dass sich die Szenerie tatsächlich etwas zu bewegen scheint. Vor allem ist es nicht nur der Umhang, der flattert, oder der Bart von Raoul, sondern das Bewegung in diesem Wandteppich. Starrt hin. Ihr seht, wie er verfällt, wie die Gesichtszüge einfallen, wie Pusteln an ihm wachsen. Oh. Seht ihr das? Finstere Magie! Finstere Magie! Stell weg hier! Wir sollten den Teppich zerstören. Mittlerweile ist das Gesicht vom Kaiser mit Eiternarben durchzogen und irgendwelche anderen Wucherungen, die da an seiner Schulter herausgewachsen sind. Du kannst sehen, wie er wohl dich anblickt mit seinen gelben Augen, die er wohl mittlerweile bekommen hat, und er verfällt weiter und weiter. Schwarzes Unwerke, Zauberei, bei den Göttern, bei Praios. Ich würde meinen anderthalb Händer nehmen und auf den Wandteppich zustürmen. Ich renne zur Treppe. Ja, Gorgel Morgel flüchtet zur Treppe. Hakon, was tust du? Im Namen Praios, und ich würde auch auf den Wandteppich zurennen. Gut, dann könnt ihr mit euren Schwertern und der Ochsenherde auf den Wandteppich austeilen und ihn versuchen zu zerschneiden. Er ist tatsächlich ziemlich widerstandsfähig. Gebt so ein bisschen nach hinten nach, wenn ihr danach schneidet, und besser wohl nicht ganz mit der Mauer verbunden. Teilweise habt ihr auch das Gefühl, dass irgendwie eine Schwärze aus diesem Wandteppich euch entgegenstrahlt und das Schwert einfach verschluckt wird oder die Ochsenherde so in einem Luftloch hängen bleibt. Und dann irgendwann nach dem 10., 12. Hieb und Schnitt und Keulenschlag habt ihr dann wohl ein bisschen das Gefühl, dass das Antlitz von Kaiser Raoul wieder auftaucht und der Wandteppich hängt da ganz normal. Steht wieder auf dem Feldherrnhügel. Das war wohl nur eine Illusion. Im Namen Praios. Ich denke, wir haben diesen Teppich besiegt. Es hat sich doch ausgezahlt, dass
Priodur meine Waffe gesegnet hat, ich denke, wir haben diese Magie, diese finstere Magie, vernichtet. Glaubt ihr, der Priodur würde auch meine Waffe demnächst segnen? Ihr müsst euch Prios gefällig verhalten. Ja. Also hätte ich den Wilderer die Hand abschlagen sollen. Jetzt, wo ihr sagt, redet mit Priodur, der weiß das am besten, wie man mit so einer verzwickten Situation. Ja, jedenfalls, wir haben die Magie besiegt. Das ist doch Prios gefällig. Das ist doch schon mal gut. Dann sagen wir. Wir sollten mal nach unserer Gobliner gucken. Ach so, richtig. Goggelmoggel. Goggelmoggel!